Isa ist schon kurz vorm Einpennen. Isa und ich haben gerade so einen verrückten Schlafrhythmus. Das ist wirklich krass. Ich penne vor 0 Uhr ein. Spendi, ich bin heute, ich weiß gar nicht, ich bin heute aufgewacht. Spendi schreibt mir um 23 Uhr oder 0 Uhr irgendwas. Jo, was geht, Bro? Kommst du auf den Discord? Ich war einfach schon am Pennen. Das letzte Mal hatte ich übrigens so einen Schlafrhythmus in der Realschule. Also ist wirklich lang her. Wir schauen jetzt einen sehr, sehr guten Vlog an. Ich bin mir sicher, dass der insane wird. InScope Lifestyle, also Lazzo hat hochgeladen, ganz nach oben. Die Jungs sind auf Mykonos. Viele haben mich gefragt, warum ich nicht mitgekommen bin. Habe ich den Jungs aber auch ehrlich gesagt. Ich bin jetzt bald in den USA. Das ist schon crazy teuer. Allein die Flüge haben mich gekostet 2.300 Euro. Drei Flüge. Dann Unterkunft New York war nicht günstig. LA ist nicht günstig. Und Vegas ist auch nicht so günstig. Wir haben es jetzt halt nicht so günstig gestaltet, muss man auch vorneweg sagen. Plus, Mykonos hat mir letztes Jahr, ich war sehr dankbar dafür, dass ich letztes Jahr dabei war, aber es hat mir, oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr genau, aber es hat mir nicht so gefallen von den Leuten und von dem Preis einfach. Und ich wüsste, wäre ich jetzt da mitgekommen für 5 oder 6 Tage, es hätte einfach den Preisrahmen gesprengt, 100%, weil ich kann mich da auch da nicht bremsen oder zügeln, ich würde da einfach Geld ausgeben für Essen und Trinken, ne? Willst ja auch dabei sein und alles miterleben, deswegen bin ich nicht nach Mykonos mitgegangen. Und ich wusste auch, wenn ich jetzt schon nach USA reise, werde ich nicht so viel streamen. Wenn ich auch noch Mykonos davor packe, Streaming ist gerade mein Hauptding, dann ist es halt einen Monat quasi off sein, so, ne? Wenn ich jetzt YouTube-Videos machen würde mit Vorproduktion, wäre es wahrscheinlich noch einigermaßen gegangen, wobei ich Vorproduzieren auch nicht mehr so gefühlt habe am Ende, deswegen Ding, ja. It is what it is. Maverick! Maverick, du filmst gerade. Ist das ein Traum? Ob du einfach die Kamera im Anschlag hast? Wir haben gerade halbe Stunde darüber geredet. Das ist einfach ähnlich. Hey, Leute. Jetzt ist mal Zeit, hier wirklich was zu arbeiten. Ja, Digga, das ist wack. Wenn man so runterkommt mit dem Körper. Alter, Marc, ist alles gut, Bruderherz. Ey, wirklich, jeder soll sich wohl, jeder so wie, wirklich, fühl dich wohl in deinem Körper, jeder soll sich so wohlfühlen wie er. Aber Marc, ich kenne dich auch nochmal. Holy shit. Man merkt, die Tornado-Abende und die Bierabende und die Feierabende haben dann auch irgendwo dann auf lange Sicht gesehen, so ein bisschen, die bringen auch was mit. Schon alles scheiße. Dann machen wir es sauber Oktober. Sollen wir endlich. Wollen die Leute, das habt ihr schon denen gesagt? Ich möchte jetzt mal jeden kurz aus der Gruppe vorstellen, ja? Hallo. Ich bin Adrian und herzlich willkommen. Weiter. Hallo, ich bin Adrian. Das Power aus der Zelle ist die Mitochondrie. Hat mal jemand eine Vagina von einem Hund gesehen? Was? Hat mal jemand eine Vagina von einem Hund gesehen? Holy shit. Nee, nicht mal gute Frage. Ich will mich damit nicht mal beschäftigen. Aber ein Hund hat sowas nicht. Bias oder Tryhard? Tryhard. Ich sag mir, ich kenne den Begriff Tryhard. Was willst du mir sagen? Stell dich vor. Papa. All I want, forget you. Und so? Chat, bevor ihr so viel Fragezeichen, ein Hund hat doch ein Popoloch und darüber wird ja alles geregelt. Nein, hat's nicht. So eine Hündin hat ja auch noch so, sag ich mal so, wie so ein Pipi-Loch, oder? Darüber läuft es. Aber das ist ja, das hat ja nicht den Begriff Vagina wie jetzt im menschlichen Bereich. Weißt du, was ich meine? Also bei dem Hund heißt es doch nicht so. Alle Säugetiere heißt immer so. Eine Frau teilt sich jetzt genau dasselbe Körperteil wie eine Hündin. Ja? Ey, ihr schreibt alle so, Bro, Biologie bei mir, erstens konnte ich bei meiner weiterführenden Schule nicht mal wählen, weil wir keinen Lehrer dafür da hatten. Zweitens, Realschule ist schon lange her, woher soll ich das wissen? Ich dachte, das heißt halt irgendwie anders. Hey, wer ist das? Bei mir bist du hochgepackt. Ist es Iratsch? Ja, das ist Iratsch. Das ist Iratsch. Ja, Leute, guten Morgen. Okay. Guten Morgen. Geile Badehosenbude. Aber nochmal kurz hier. Scheiße, Digga. Guten Morgen, lieben Jerry, dass du auch mit dabei bist. Absolut legendär. Ich glaube, Stefan Gehrig hat leider eine Sonnenallergie. War auf dieser Insel komplett falsch. Mit Stefan Gehrig hätte es Richtung Antarktis gehen sollen. Da wäre der happy gewesen. Aber ich glaube, mit dem Hut und mit dem Handtuch drum, nee. Ich denke, es gibt ein Uso jetzt. Geil hier. Ja? Jedenfalls. Was ist frisch? Willst du ein Bier? Was?
Spaß, du sagst einfach da nichts, ne? Ja, ja. Ja gut. Ey, glaubt ihr, das passt über meinen Kopf? Okay, Leute, ich kann es nicht glauben, dass diese gesamte Gruppe sich hier wirklich versammelt hat. Ist das schon das Bild? Das ist das Bild. Ja, geil, Mann. Ey, ohne Witz, das ist eine sehr, sehr große Gruppe und ich freue mich, dass wir uns alle hier versammelt haben. Juckt niemand die Ansprache gerade? Einmal kurz vor ich den Text probe. All I won't forget you. Nein, das ist immer noch nicht der Text. Oh. Über Rotblitzer. Ein Monat Führerschein. Der Mann! Wie voll bist du? Nach all der Zeit hat Revi es endlich geschafft, ein Leben im Einklang zu führen. Der Devil Inside ist... Moment mal, was ist denn das? Hä, aber warum machen die das denn mit der Stange dazwischen, hä? Wir lieben. Digga, diese Typen sind einfach nur durch. Ich habe kein eigenes Leben, deswegen alles gut. Ich, very nice. Oha! Warum ist es aber so traurig? Ich habe kein eigenes Leben, deswegen alles gut. Oh, ich weiß nicht. Irgendwie, ich glaube, hinter der Aussage steckt mehr als dieser eine Sekunde-Take im Vlog irgendwie. Ey, Steven Jerry, Mann. Ich glaube, da steckt wirklich mehr dahinter. Macht einen ein bisschen sad, ne? Es war wirklich ernst, ja. Ich glaube, dass Stefan schon ein eigenes Leben hat. Aber nur, glaube ich, weil ich weiß nicht, wie viele von euch noch Stefan verfolgen, aber der reist halt ziemlich viel. Der macht so richtig geilen Reisecontent. Und ich glaube halt, dass wenn er nicht gerade am Reisen ist, vielleicht sein Leben ihm nicht so viel gibt, wisst ihr? So, ich glaube deswegen, ja. Aber da war der eigentlich am Reisen auf Mykonos, aber vielleicht, keine Ahnung. Very nice to go underwater, like... Den Kurs in 3 Monaten trinken, Alter. Haltet alle mal eure Maul. Ich habe ein Problem. Das will ich jetzt auch öffentlich hier bekannt machen. In Englisch spricht. Auch dass Iranch dabei ist, ist eigentlich auch so cool, aber auch so random. Okay. Hilfe. In Englisch spricht. Listen, buddy. Yeah. I have one more time. Okay, what is the problem? When I in my rope, you know? Aber Iranch hat den Gigachat-Bart. Aber halt auf perfekt, ne? Er hat ehrlich den Gigachat-Bart. Wow, 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 wow. I can't stand, man. I just can't stop. And that's a big problem. Because if I see people and they want to talk normal to me, I say, I can't stop, man. It's not possible. Okay. And I'm just repeating myself. Yeah. And just continue. Okay. Continue, yeah. Man. Yeah. And I can't stop it. And that's my problem. Yeah, what's your problem? Wie sagt der jetzt? Verlier niemals den Glauben, mein Junge. Okay? Du kommst gut. Und mit meiner Hilfe werden wir bis ganz nach oben kommen. Nächstes Mal vielleicht ohne Anspruch. Ganz nach oben. Okay. Denn unser wahrer Wert. Hey, küss euch doch. Liegt ganz oben. Siehst du das? Siehst du ja mein Sohn? Mufasa ist auch. Schau mal, das Meer hat eine türkis-weiße Farbe durch die Beleuchtung. Siehst du diese natürliche Beleuchtung der Erde? Ja. Viele wissen das nicht. Was da leuchtet, ist die Schwerkraft. Reservation for 18 people. So there's a problem with the reservation. But excuse me, sir, what do you mean? Sir. Oh God. You are too naked. Won't forget you. All I won't forget you. Ich rieche es auch. Oh, morgen ist sick. Was wird denn morgen? Morgen ist die Bootstour. Yes, sir. Oh. Welche Frage ist es denn? Scheiße. Alles klar. Was für ein geiles Outro. Es ist auch einfach wichtig, sich aufs Schneiden einzustellen. Und da braucht man auch einfach manchmal die dementsprechende Musik. Ey, der Pool ist ehrlich cool, weil der auch... Der Pool war echt tief und auch groß, Mann. Und es freut mich auch sehr, Max zu sehen, ohne diesen Arm. Letztes Jahr konnte es ja nicht bewegen. Aber jetzt Max zu sehen, wie er komplett im Pool kann, ist schon cool. Ich echt. Ja, und genau, so eine große, Chat, so eine große Schildkröte habe ich beim Tierarzt in diese Doku gesehen. Genau so eine wurde zerfetzt. Hier hat hinten der Arm gefehlt, der Kopf war noch zeitweise dran, der Arm hat gefehlt.
Hinten haben die das Ding komplett aufgeknackt. Die Haie haben mit ihren Zähnen den Panzer nach und nach aufgeknackt. Du hast immer gesehen, wie so ein kleines Stück Panzer immer mehr nicht beim Tierarzt, beim Zahnarzt. Beim Zahnarzt. Ich weiß nicht, was los ist. Es ist irgendwie die letzten Tage, Schlafrhythmus, alles ist irgendwie, alles gemeinsam ist irgendwie, tut mir nicht gut, Mann. Ich meinte beim Zahnarzt, als ob beim Tierarzt sowas laufen würde. Die Vorstellung, Bro. Ich kann. Das ist richtig gut. Ich bin hier ein wenig am Schneiden. Ich muss wirklich sagen, eine super, super geile Gruppe. Iratsch kennengelernt, Eddie Toronto. Das war ein kleiner Vorgeschmack jetzt hier, was auch auf euch zukommt. Die nächsten 1-2 FLOGs werden hier auf jeden Fall noch ein bisschen Content von hier kommen. Wir haben am 14. übrigens den Drop von den Schlappen hier. Die haben auch alle sehr gut abgefeiert. Da kommen die Schlappen, da kommen auch die Badehosen, da kommen die Caps, die Ketten, die neuen. Also schaut auf jeden Fall vorbei bei Ola Kala. Im Übrigen auch ein paar Derbig. Von der Altkollektion. Schaut gerne einfach im Ola Kala Shop vorbei. Liebe Leute, vielen Dank für den Big Bubble Support. Dicker Kuss geht raus an euch. Und wir sehen uns dann nächstes Mal, wenn es wieder heißt. Ganz da rum. Alter, Iratsch einfach anders, Chat. Aber die Schlappen sind, glaube ich, wirklich sehr, sehr cool. Ich hätte mir auch jetzt am liebsten schon gewünscht, dass ich die hätte mit nach USA mitnehmen können. Also diese Woche Sonntag, Chat, ich vermute mal um 18 Uhr, kommen die Badeschlappen. Ich weiß nicht, wie die das geschafft haben, aber ich glaube tatsächlich jeder, der auf Mykonos war, hat ein Pärchen bekommen von Lazo und von G-In. Also ich weiß nicht wie, aber wirklich sehr, sehr krass. Ja, aber verrückte Gruppe. Ich finde, ist richtig nice, dass Aditore und seine Freunde dabei sind. Ich habe die kennengelernt beim Boxkampf. Die waren sehr witzig. Iratsch ist, glaube ich, sehr durch, aber halt auch witzig. Also ich bin gespannt auf die nächsten Vlogs und ich freue mich drauf. Deswegen liebe Grüße an Lazo. Ich hoffe, ihr hattet eine geile Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lange Lazo eigentlich insgesamt auf Mykonos ist. Ich glaube, der müsste jetzt eigentlich bald nach Stuttgart kommen. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich weiß es nicht.